Am Mittwoch, den 6. Juni, stand auf der Dornbirner Birkenwiese das Finale der Schülerliga 2011-2012 auf dem Programm. Vor der Finalpartie aber musste das Team aus Bregenz-Mehrerau noch im Spiel um Platz 3 gegen Nützidas ran. Ein ungewöhnliches Bild, denn das Gymnasium Mehrerau aus Bregenz stand die letzten 14 Jahre immer im Finale und konnte dies auch immer für sich entscheiden. Im Halbfinale aber deklassierten die Routiniers Nützidas mit 5:1 und landeten so auf dem dritten Rang. Anschließend fand auch gleich die Siegerehrung statt. Dabei wurden alle Teams vom 10. bis runter zum dritten Rang geehrt und ausgezeichnet. Dann bekam man noch ein kleines Highlight zu sehen. Der Spielball wurde direkt auf die Dornbirner Birkenwiese eingeflogen, um anschließend direkt an den Schiedsrichter des Finalspiels Robert Schürgenhofer übergeben zu werden. Dann ging's auch schon los und die Finalteams SMS Hohenems Markt und SMS Bregenz Vorkloster standen sich gegenüber. Sie spielten auch gleich munter drauf los und das erste Tor der Partie ließ nicht lange auf sich warten. Wir schreiben Minute 5 und die Hohenemser in den roten Trikots waren im Angriff. Kapitän Maurice Mattis auf Philipp Glanzer, er mit dem steilen Ball in den Bregenzer 16er. Da ist wieder Mattis und dann macht er es perfekt in die Tormann-Ecke. 1:0. Schön anzuschauen, dieser Treffer. Und der Jubel war dementsprechend groß. Darauf lässt sich aufbauen. Nur 3 Minuten später aber waren die Bregenzer am Drücker. Mattis mit dem wenig optimalen Befreiungsschlag. Und plötzlich war Tarkan Parlak mit dem Zug zum Tor und macht es ebenso kaltschnäuzig in die lange Ecke. Hohenems Schlussmann Boris Gava chancenlos. Und auf der Anzeigetafel hieß es 1:1. Minute 13. Amir Dervisevic erkämpft sich auf der linken Seite das Leder, tankt sich durch. Der Pass dann zweitklassig, aber über Umwege kommt der Ball zu Hamza Khan. Er versucht es aus der Distanz, aber Mattis hatte noch sein Bein dazwischen. 10 Minuten später in der 23. Daniel Tiefenbach mit dem Stangerlpass auf Maximilian Lampert. Ein kurzer Blick Richtung Bregenz-Goalie. Na, da lässt sich schießen, denkt er sich, macht das auch. Und die Zuschauer bekamen ein Traumtor zu sehen. Wunderschön. Minute 23, 2:1 für die Hohenemser. Glücklicher Torschütze Maximilian Lampert. In der 34. Minute waren wieder die Bregenzer am Zug. Tarkan Parlak wurde fein bedient, macht Meter um Meter, lässt Julian Franz stehen und setzt das Ding aber nur ans Außennetz. Die letzte Chance der ersten Halbzeit aber hatten die Jungs aus Hohenems inne. Da aber war Bregenz-Keeper Lukas Spettl hellwach und vereitelte den 3:1 Führungstreffer kurz vor der Halbzeitpause. In der Halbzeit standen uns noch Simon Hagspiel und Werner Böhler Rede und Antwort. Ja, absolut spannend. Ein sehr ausgeglichenes Spiel. Hohenems leicht vorne. Ja, es hat sich nicht mehr verändert. Mit 2:1. Also wirklich absolut spannendes Match. Und es bleibt also auch eine spannende zweite Halbzeit. Es ist noch nichts entschieden. Ja, heute sind wir natürlich hier auf der Birkenwiese Partner der Schülerliga. Wir sind sonst bei verschiedensten Konzerten und Veranstaltungen immer wieder mit dabei. Bieten eine tolle Vorteilswelt unseren Kunden und auch viele Erlebnisfahrten immer wieder abwechselnd in verschiedene Parks und Institutionen. Ja, die Anfänge dieser Unterstützung, die geht schon auf Jahrzehnte zurück, damals noch unter dem Bundestrainer Leopold Stastny. Und seitdem hat sich eigentlich eine sehr schöne Zusammenarbeit zwischen den Vorarlberger und den österreichischen Sparkassen und der Schülerliga ergeben, die wir eigentlich nicht mehr missen wollten. Die Motivation liegt auch darin, dass wir als Sparkassen uns für die Jugendlichen da sehen und dass wir etwas für sie tun möchten. Und das können wir natürlich im Fußball besonders gut machen. In der 40. Minute sollte der Torregen auf dem Platz auch gleich wieder weitergehen. Daniel Tiefenbach mit dem Kopfball und das Netz zappelte seitens der Hohenemser bereits zum dritten Mal. 3:1. Wir steigen in Minute 44 wieder ein. Maurice Mattis beim Freistoß. Der Ball wird länger und länger und noch länger und fährt direkt ein. Wahnsinn! 4:1, Minute 44. Die Bregenzer können es kaum glauben. Die Hohenemser jubeln. 7 Minuten später sollte der Kugelhagel von Hohenems Markt weitergehen. Mattis bedient Jan Stefanon und er behält die Nerven und ließ das Netz zum 5. Mal zappeln. Viel schöner kann man diesen Abschluss nicht mehr machen. Wahnsinn, auf was für einem Niveau die Teams in der Schülerliga schon spielen.
In Minute 63 erkämpft sich Philipp Glanzer den Ball gegen David Krasnitzer, sucht den Weg direkt auf Goalie Spettl, überspielt diesen und wird zu Fall gebracht. Klare Sache, Elfmeter. Ausführen wird der Gefaulte selbst. Rechte Ecke, das Netz zappelt schon wieder. 6:1, Minute 63 und dann war das Spiel auch vorbei und die Emotionen stiegen ins Unermessliche. Des einen Freud, des anderen Leid. Das Erfolgsrezept für die Hohenemser war klar. Ja, wir haben mehr gekämpft und wir haben den Tor richtig gemacht. Und auch die Bregenzer wussten, an was es liegt. Ja, wir waren einfach schwach, die Gegner waren immer schneller am Ball und alles. Ja, zweite Halbzeit war klar. Die erste Halbzeit konnte man noch mithalten. Die zweite Halbzeit hat gezeigt, dass Hohenems einfach athletisch, läuferisch, spielerisch die stärkere Mannschaft war und hat auch verdient gewonnen. Ja, ja, auf jeden Fall. Also, es war kein unverdienter Sieg, denke ich mal. Und wir haben über die ganze Gruppenphase eigentlich gut geschafft. Mehr oder weniger alles gewonnen. Und ja, ich sage mal, dass es verdient ist. Bei der anschließenden Siegerehrung war die Stimmung aber auf beiden Seiten wieder gut und so darf man also auf ein mehr als nur gelungener Finaltag der Sparkasse Schülerliga zurückblicken.